Hückelhofen, der Mittwochabend steckt bei RTL ZWI derzeit im Quotentief. Jetzt sollen ausgerechnet die Wollnys für frischen Wind sorgen. Doch es gibt einen Haken. Wie der Privatsender jüngst bekannt gab, startet die neue Staffel über Deutschlands wohl bekannteste Großfamilie bereits am 6. März. Im Anschluss wird es jede Woche eine weitere Doppelfolge geben. Damit verdrängen Silvia Wollny, 59, und Co. einen anderen berühmten Clan von seinem Sendeplatz, die Kelly Family. Extremsportler Joey Kelly, 51, und sein Anhang legten mit ihrem neuen Format Roadtrip Panamericana eine Bruchlandung hin. Wie das Branchenmagazin DWDL weiß, verfolgten durchschnittlich nur noch etwa 650.000 Zuschauer die bisher ausgestrahlten 7 Episoden. Der Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen liegt demnach bei mageren 3,9%. Da hatten sich die Verantwortlichen von RTL ZWI sicherlich mehr versprochen. Ab März sollen jetzt also die Wollnys die Quotenkohlen aus dem Feuer holen. Ebenso wie die Geissens zählt auch der Clan aus NRW zu den Zugpferden des Senders. Doch der Plan hat einen Haken. Denn zuletzt lockten auch die Geschichten rund um Dreifachmama Sarafina Wollny, 29, mit ihren etlichen Schwestern sowie Neffen und Nichten immer weniger Zuschauer vor die heimischen Bildschirme. Auch die Wollnys befinden sich seit 2 Staffeln im Quotensinkflug. Sowohl die Frühjahresstaffel 2023 als auch die Herbststaffel verzeichneten einen enormen Rückgang der Marktanteile auf unter 5%. In den 13 Staffeln zuvor war die Quote nie unter diese magische Hürde gefallen. Laut DWDL liegt die durchschnittliche Reichweite der Großfamilie aus Ratheim bei der linearen Ausstrahlung inzwischen bei deutlich weniger als 1 Million. Vielen Fans ist das Format inzwischen zu langweilig und zu unauthentisch, wie im Netz häufiger zu lesen ist. In der neuen Staffel geht es unter anderem erneut um den Aufenthalt der Familie in der Türkei. Während die Wollnys mit 13 Familienmitgliedern in ihrem Ferienhaus in Ilika weilen, macht ihnen eine krasse Hitzewelle zu schaffen. Vor allem die Kleinsten leiden unter den hohen Temperaturen. Doch damit nicht genug? Auch ein Stromausfall bringt den Clan um Matriarchin Silvia unlängst an den Rand der Verzweiflung. Was sonst noch so bei der berühmten Großfamilie passiert, erfahrt ihr ab dem 6. März mittwochs ab 20:15 Uhr in den neuen Episoden von Die Wollnys, eine schrecklich große Familie auf RTL ZWI.